Na, guck, da geht's schon direkt los hier. Gerade frisch ausgeworfen und die Ruten am Zusammenbauen, also die zweite auch gerade erst fertig. Und da geht's auf der ersten schon los. Das ist ein gutes Zeichen hier fürs Karpfenangeln. Beziehungsweise, ja, wir gucken erstmal, was heute reingeht. Heute mit relativ einfachem Setup und kleinen Boilies und mit der klassischen Haarmontage hier an der alten Festung. Und ja, vor allem auch mit kleinen Ködern testen, was man denn hier so rausziehen kann an der alten Festung, wenn man eben noch nicht so ein gewaltig schweres Setup hat. Also, raus wieder hier mit der zweiten Rute. Und dann haben wir jetzt hier, genau, eins, zwei schon drin. Na, zuppelt da auch etwa schon was. Und das dritte Setup, das schauen wir uns am besten direkt nochmal an. Denn das hier ist, ja, ich sag mal, ein mittelschweres Setup. Ich bin hier unterwegs mit der Kaliber HSV. Einmal mit 15, einmal mit 17 Kilo an Bremskraft. 19 Kilo in beiden Fällen, ob man jetzt die gepimpt hat oder nicht. 19 Kilo Monoschnur drauf, hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Gerade hier diese Monoschnur, sensationell. 19 Kilo reicht auch komplett aus. Und wir haben dann hier mehr als 300 Meter könnten wir drauf haben. Das heißt, wir haben hier komplette 300 Meter Schnur drauf, reicht. Dann haben wir hier natürlich einen LED-Core. Hier muss man ein bisschen aufpassen. LED-Core und Blei müssen wir ja immer dem Untergrund anpassen. Hier in der Ecke, wo wir jetzt gerade angeln, ist es eher so ein bisschen schlammig und lehmig. Deswegen passen jetzt hier diese beiden Farben. Also einmal das Bleikern, LED-Core, diese Schnur. Und dann hier das Blei selbst in Schlammfarben. Hier ist dann die Farbe nicht interessant. Hier ist dann eher interessant, dass man im Idealfall eben schon Karpfenvorfachsmaterial verwendet. Das ist eine dünne, sehr flexible Schnur, geflochtene Schnur, die ja, sich einfach gut dem Untergrund anpasst. Und hier ist dann auch die Länge nochmal interessant. Wenn wir hier ein bisschen auf Frequenz gehen wollen, dann gehen wir relativ kurz rein. Ich bin jetzt hier sogar nur mit 15 cm. In der Regel bin ich zwischen 15 und sagen wir mal so rund 30 cm unterwegs. Das passt immer ganz gut. Ja, und nochmal eine Komponente für mehr Frequenz ist ein 4er Haken, also nicht ganz so groß. Wir könnten sogar einen 6er Haken nehmen, absolut möglich. Dann geht er vielleicht sogar noch mehr rein. 6er Haken bis hin zum 1er Haken. Ich denke, das ist ganz gut allgemein so fürs Karpfenangeln. So, jetzt gehen wir hier auf die Köder. Wir sind ja hier mit der klassischen Haarmontage unterwegs. Das bedeutet sinkende Boilies und Pellets. Und ich habe jetzt zweimal schon eher was Süßliches drin. Als dritte Variante nehmen wir doch einfach nochmal ein bisschen was, was eher so ins, vielleicht so ins Fischige reingeht. Amino und Krill. Was haben wir hier noch? Thunfisch. Und ich bin gerade darauf bedacht, dass wir hier kleine, also wirklich kleine Pellets verwenden können. Super Amino. Hier haben wir doch Muschel. Muschel 18. Guck mal, 40 Pellets hätte ich auch, aber nicht mehr so viele. Knoblauch, Königskrabbe 14. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal. Testen wir doch mal Königskrabbe. Hatte ich hier, glaube ich, noch nicht. Krabbenboilies gibt es sogar hier. Krabbe-Muschel auflösend, hervorragend. Und dann nehmen wir hier auch nochmal die Krabbe aus der Krabbe als Dip. Und guck mal, hier geht es schon wieder ab. Zumindest auf der einen Aromatik scheint es richtig gut zu funktionieren. 17 Meter weit raus geklippt. Und hier, ja, scheint es richtig gut drauf abzugehen. Zweiter Biss, auch gar nicht mal so klein. Hoppala, am Baum hängen geblieben. Den müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen einkurbeln, denn der hatte genug Zeit abzuhauen. Immer schön hier mit Shift, rechte Maustaste, wenn wir laufen, dass wir hier die Spannung aufrechterhalten. So, und dann in die Richtung lenken, wo er eben nicht hin soll. Also, er soll nicht hier nach rechts, also ziehen wir nach rechts rüber, dass er dann nach links weiter abhaut. Da können wir ihn dann schön müde drillen. Jetzt müssen wir aufpassen, Bremse ist schon auf 29 hoch. Mehr geht nicht. Auch immer gerne so ein bisschen hochhalten und in den Blank rein, dass die Kraft des Fisches auch natürlich erstmal die Rute runterdrücken muss. Und dann kurbeln wir ihn langsam ran hier.
Und da hinten zuppelt es auch schon weiter. Ich höre die anderen Glöckchen schon. Das fängt doch schon gut an. Was haben wir denn hier? Nächsten Amur oder was? Er kommt, langsam. Jawohl, da ist der nächste Amur. Komm hoch hier. Nach oben haben sie einfach am wenigsten Kraft, ne? Guck mal, da wehren die sich nochmal so nach links und nach rechts, wollen ausweichen und wegziehen. Aber wenn man eben nach oben zieht, haben die einfach am wenigsten Chance. Und dann hängen sie hier. Zack, 14 Kilo fast. Sehr schön. 14 Kilo. Wir gucken auch mal gleich hier direkt auf das Setup. Schauen uns hier gleich die Köderkombination an. Das scheint ja bisher ganz gut zu funktionieren. Das hier ist jetzt, ja, auch ähnlich wie das Setup gerade zusammengebaut. Normal hier auf der normalen, unverbesserten, normalen 15 Kilo Kaliber HSV. Gleiches Vorfach, gleicher Haken und dann hier süße Sahne-Pellets und süße Banane mit Bananenpunsch. Wir hatten ja gestern ein langes Wettangeln hier und hier wurden mehrere hundert Kilo rausgezogen beim Wettangeln. Also hier kann man gerade ganz gut auf Karpfen und Amure gehen. Da geht ein bisschen was. So, ich habe bisher übrigens noch keine Futtermische drin, ne? Also alles erstmal komplett ohne Futtermische. Und dementsprechend jetzt, guck mal da, wir testen auch jetzt erstmal einfach, welche Aromen was anlocken. Hier scheint auch zu liefern. Kleiner Schuppenkarpfen. Hier habe ich jetzt drauf Vanillepellets und süße Sahne mit Sahnedip. Übrigens, das war süße Sahne Soluble, auch da wieder auflösend. Das lockt da noch ein bisschen mehr. Und guck mal da, nicht nur süß und fruchtig funktioniert. Offenbar funktioniert es auch fischig. Na, was haben wir denn da? Aber für etwas andere Kandidaten. Also, die Karauschen mögen es wohl gerade eher. Ja, Königskrabbe, Krabbe muschelig. Na, das ist ja ein Ding. Da gucken wir mal, was da noch weitergeht. Das Schöne ist, wenn wir jetzt keine Futtermische drinne haben, haben wir jetzt da vorne, ich zoome da nochmal eben hin, das ist ja jetzt hier der Spot, wie auch schon mehrfach auch in den letzten Videos hier zur alten Festung gesagt. Das ist die Stelle, wo ich in der Regel hinwerfe, 17 Meter weit. Und wir haben da jetzt eine Area, einen Spot sozusagen. Der hat verschiedene Populationen von Fischen drin. Das heißt, wir haben da jetzt zum Beispiel einen Schuppenkarpfen vor Ort. Wir haben vielleicht die beiden Amure da. Giebel, Karauschen, Schleie vielleicht noch. Die sind alle jetzt an diesem Ort. Aber die haben natürlich alle unterschiedliche Vorlieben für Köder. Und je nachdem, was wir da jetzt reinwerfen, ist es natürlich für den einen oder anderen Fisch deutlich interessanter, den Köder zu fressen oder eben nicht zu fressen. So, und dann können wir natürlich auch noch mit Futtermische diese Population beeinflussen. Wenn wir jetzt sehen, okay, auf unserer einen Futtermische oder auf einen Köder funktioniert der eine Fisch XY sehr gut, dann versuchen wir einfach mit der Aromatik des Köders den Spot mit Futtermische so zu beeinflussen, dass die Population von, nehmen wir jetzt einfach mal erste die Route, die jetzt gerade bimmelt, da war Karausche drauf, wenn wir Karauschen wollen, nehmen wir halt fischige Aromen, schmeißen das alles an diesen Spot und es steigert sich quasi die Population der Karauschen. Wir fangen mehr Karauschen an dieser Stelle und verscheuchen durchaus dann mit dieser Futtermische die anderen Kandidaten, die vielleicht nicht unbedingt das Fischige wollen, sondern eher das Fruchtige wollen. So beeinflusst dann, wie gesagt, die Futtermische den Spot. Ja, oder wir haben eben Aromen, wo alle drauf scharf sind. Das kann natürlich auch sein. Guck mal hier, gerade konnte ich noch die Bremse auf 29 hochziehen. Jetzt haben wir hier eine gepimpte Bremse. Das ist jetzt hier die verbesserte HSV auf 17 Kilo. Was merkt man jetzt aber? Natürlich könnte ich die jetzt auch noch weiter hochziehen. Aber wenn ich die jetzt weiter hochziehe, natürlich geht auch der Verschleiß deutlich höher. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mit einer gepimpten HSV unterwegs sind, trotz allem nicht genauso hochziehen wie die andere,
hart in den roten Bereich, weil da geht ja noch was. Nee, einfach genauso locker flockig, also maximal halt bis kurz vor den roten Bereich dann weiter verwenden, damit wir jetzt da mit der verbesserten Rolle nicht noch mehr Verschleiß farmen, sondern genau das Gegenteil bewirken. Wir haben weniger Verschleiß, weil die ja noch viel mehr Bremspotenzial hat. Wir fahren die gar nicht am Limit, sondern wir nutzen die jetzt als verbesserte Variante mit 17 Kilo Bremskraft und nutzen von den 17 Kilo halt nur die 15 Kilo und haben dadurch einfach noch mal ein bisschen weniger Verschleiß. Also einfach nicht so hart am Limit fahren, auch wenn die verbessert ist und auch wenn man es theoretisch könnte. Einfach so ein bisschen entspannt in den Drill gehen. So, bisher sieht es gut aus, auf unterschiedlichste Köder. Das ist natürlich nicht schlecht, würde also für dich bedeuten, im Idealfall einfach mal testen und deine gefundenen Köder auch gerne mal unter das Video schreiben, damit andere das auch noch sehen und nachtesten können. Vielleicht klappt da ja was für dich oder vielleicht findest du ja auch noch eine Köderkombination für den schwarzen Amur. Das wäre natürlich der Oberhammer. Das wäre natürlich richtig gut. Schwarzer Amur als Trophy suche ich hier immer noch. Er geht hier gerade noch richtig ab. Ist das ein schwarzer? Nee, ne? Da glaube ich auch ein weißer Amur mit dem dunklen Rücken. Immer hier vorsichtig an den Kanten entlang. Gucken, dass man da nicht ins Wasser fällt oder dran hängen bleibt. Ja, da haben wir nochmal den weißen und da hinten bimmelt es schon wieder los. Also sensationell gerade an der alten Festung und das selbst mit einem Setup. Na, ich sag mal, was man so ab Level 20, was man da ganz gut sich zusammenstellen kann. Im Level darunter würde ich nicht an die alte Festung gehen und beziehungsweise nicht auf sowas hier angeln. Also wenn ihr so ein Setup hier noch nicht habt, mindestens mal hier mit 14, 15 Kilo an Bremskraft, dann macht das nicht so viel Sinn. Das ist einfach zu viel Verschleiß. Vor allem ist es auch kohlemäßig nicht so interessant. Man kämpft halt so ewig lange mit einem Fisch. In der Zwischenzeit hätte man wahrscheinlich schon 15, 20 Brassen rausgezogen. Das ist deutlich sinnvoller. Oder selbst am Windenbach hätte man Don Kaulbarsch und Co. gezogen. Haseln und Lauben. Also da kommt man viel effektiver mit bei rum. Wenn man eben noch lange auch wenn man schon Level 12 ist, aber wenn man dann einfach noch deutlich länger an den Low-Level-Gewässern angelt, denn da macht man auch richtig gut Silber, ohne gänzlich, also komplett ohne Futtermische, einfach mal nur mit dem Regenwurm, super günstiger Köder und ab geht es. So, was haben wir jetzt hier noch? Den ziehen wir nochmal schön raus, das ist er nicht. Oh doch, da ist auch was dran. Da ist doch was dran. Auch wieder auf fischig. Nee, das war Vanille und Sahne. Und die schauen wir nochmal ab. Was haben wir jetzt hier? Den habe ich falsch abgestellt. Hier haben wir jetzt nochmal Sahne und Banane. Banane. Auch nicht schlecht. Also, funktioniert. Aber ich würde sagen, ja doch, das funktioniert am gut und... Das hier ist jetzt gerade mit Königskrabbe gewesen. Also ganz wild. Ganz wild. Es funktionieren wirklich verschiedenste Aromen. Ich würde sagen, einfach mal testen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube, im Livestream auf Twitch. Jeden Tag um 19 Uhr. Petri.